Odyssee. Ja, muss erstmal ein bisschen überlegen. Gestern noch das, letzte Woche noch das andere gezockt und jetzt das. So, wir sind in Assassin's Creed Odyssey, in dem DLC Atlantis. Wir haben ja hier ungefähr aufgehört. Das ist der zweite Teil von Atlantis. Das heißt, es wird nochmal ein dritter kommen, der nochmal so umfangreich ist und so, bla bla bla. Ich habe hier schon groß und ganzen vieles aufgeräumt. Dort komme ich noch nicht hin, weil mir noch was fehlt. Genauso wie hier komme ich noch nicht hin, weil mir noch was fehlt. Weil wir da noch nicht rein können, da können wir noch nicht rein, dort können wir noch nicht rein. Alles ein bisschen doof. Und ich sage euch auch wieso. Uns fehlt nämlich das hier. Genau. Uns fehlt noch ein Rüstungsteil. Und das wird bei einem der drei Symbole sein. Und sobald wir es haben, können wir da dann überall rein und alle anderen Dinge tun, die wir tun wollen. Ob wir sie tun wollen, ist natürlich wieder fraglich, weil wir können ja auch einfach was anderes tun. Ganz tief. Achso, das ist das, was wir gerade aktiv haben. Genau. Dann haben wir noch irgendwelche zwei Hüter finden. Einen habe ich, glaube ich, versehentlich gekillt. Der ist ein bisschen. Die sind ein bisschen stärker, aber auch nicht so. Sind auf jeden Fall schaffbar. Und hier müssen wir dann drei weitere Wächter finden, für die für unsere Sache kämpfen. Was heißt kämpfen? Die Sache beschützen. Die einer davon ist hier. Kann man immer wunderschön an der grünen Waffe, die sie haben, sehen. Und eventuell auch an dem Namen, der oben steht. Können wir aber nicht hin, weil der da drin ist. Gleiches mit dem hier. Und ich glaube, mehr habe ich auch noch gar nicht aufgedeckt. Einer der Helden ist wahrscheinlich auch wieder hier einer von den Symbolen. Also passt das ja. Drei Stück, vier noch. Passt also. Ja. Hier oben habe ich noch gar nichts gemacht. Aber ansonsten war ich eigentlich recht fleißig. Habe ich schon ausführlich hier und da ein bisschen gemacht. So. Ich habe hier ein bisschen Schiss. Hier sind nämlich alle in Stein. Das könnte sein, wir kämpfen nochmal gegen die Medusa. Die hat es ja ziemlich in sich. Aber mal schauen. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Schätze. Die gönnen wir uns. Einer ist gleich hier. Praktisch. Nehmen wir gleich mit. Was mir gleich aufgefallen ist, das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad her ungefähr wie 15 Stufen höher eingestuft als das Spiel, was wir davor gespielt haben mit. Ich habe wieder den Namen vergessen. Das war das ein Assassin's Creed. Valhalla, genau. Alter, mein Gedächtnis ist so für den Arsch. Und hier muss ich echt aufpassen. Hier kann ich nicht einfach reinrennen. Sonst bin ich am Arsch. Vor allem hier, wo dann auch noch an manchen Stellen mein Leben verringert wird. Das geht ja mal gar nicht fit. So, wir müssen ja auf jeden Fall da unten. Da unten ist wahrscheinlich dann die andere Truhe. Jetzt gehen wir da einfach mal hin. Da sind noch mehr Leute, die eingefroren, würde ich sagen, versteinert wurden. Also ich gehe einfach mal zwischen und. Oh, ich darf die gar nicht angreifen. Wie asozial! Jetzt kommt Medusa und versteinert sie einfach alle. Interessant, er ist also in die Hölle gekommen. Gut, so viele Menschen wie alle einfach da derzeit umbringen, ist das ja nur selbstverständlich. Was? Schließe Brasilien im Kampf? Oh. So, muss ich ja so ein paar Lümmels töten. Zack. Ich mache es wie sonst auch, einfach hier schön einfach entzünden lassen und das Brennen für mich spielen lassen. Mein Brennen ist sowieso so extrem hoch skaliert. Wir können nämlich mal alle kreuzweise. Oh, was hat weh getan? Fuck. So. Da hinten ist noch was. Was überhaupt brennen hier den Leuten wehtut. Also, die sind hier in der Hölle. In der Hölle. Was für Pussys. So. Der Blond. Was habe ich dann Bock?
Ah, da hinten ist einer. Stärkerer, den können wir uns gönnen. Auf ihn! Und nochmal ein Pock hinterher. Nee, nicht wegrennen. Was soll denn das? Der ist einfach weggerannt. Ah, fuck. Oh, Ladebildschirm. Ich hoffe, davon werden wir auch nicht zu viele bekommen. So, kann ich ja den Ladebildschirm benutzen und hier schon mal alles. Du bist die Nächste! Ey, was soll das denn? Rasidas, ich bin's, Cassandra. Ja! Oh, muss ich ihn wohl umbringen? True. Dann tun wir das doch mal. Ein bisschen Bau auf die Mütze bekommen. Aber ist er denn einer von den Helden, die ihn beschützen, die Tore beschützen müssen? Oder kriege ich von ihm... Nee, Rüstung dürfte ich nicht von ihm bekommen. Der ist einer von den Hütern. Das könnte gut passen, dass er einer von den Hütern ist. Also zum Glück habe ich hier sehr viele Skills, mit denen ich die Schwierigkeiten umgehen kann. Und es ist auch deutlich schwieriger, hier in diese Zeitlupe reinzukommen. Ist mir auch aufgefallen. Ja, das war's. Easy. Ist auf jeden Fall gut, dass ich das gestern schon ein bisschen gemacht habe. Sonst hätte ich so übelst verkackt. Wie jemand, den ich mal kannte. Wir haben uns in Korinth kennengelernt. Wir haben bei Pylos zusammen gekämpft. Ich sah dich beim... Aha, wow. Ich sah dich sterben. Wir müssen uns kennen. Wir haben in der Schlacht von Pylos gegen die Athener gekämpft. Das Schlachtfeld war in Flammenmeer. Ich wurde von einem beispiellosen Krieger niedergestreckt. Demselben, der mich auch hierher schickte. Cassandra? Schön, dich zu sehen, alter Freund. Was machst du denn hier? Sag mir, dass du nicht tot bist. Nein. Jedenfalls noch nicht. Ich habe einen Stab von meinem Vater. Meinem wahren Vater. Er hat Kräfte. Ich wurde in die Unterwelt geschickt, um zu lernen, wie man sie einsetzt. Kräfte? Eine lange Geschichte. Aber ich habe das ganze Elysion nach Antworten abgesucht. Meine Suche führte mich hierher. Du warst im Elysion? Ehre die Götter. Ehre Sparta. Brich keinen Schwur und das Elysion ist dein. Mein Vater sagte mir das, als ich ein Kind war. Und jeden Tag meines Lebens widmete ich diesem Credo. Doch nun im Tod muss ich dieses Elend ertragen. Falls jemand, mit dem ich gekämpft habe, das Paradies verdient, dann du. Warum bin ich dann hier? Du solltest das mit Hades klären. Das war Hades' Entscheidung. Er sagt, ich kann nur unter einer Bedingung ins Elysion. Indem ich mich meinem größten Feind stelle. Deimos. Deimos. Rasidas, du solltest nicht darauf warten, gegen ihn zu kämpfen. Warum nicht? Ich kenne Hades. Es muss einen Haken geben. Was genau hat er dir gesagt? Er sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Götter und ihre beschissenen Rätsel. Können die nicht einfach mal sagen, was sie meinen? Aber ich glaube, ich habe dein erstes Problem schon gelöst. Und das wäre? Ein wahrer Sohn Spartas würde sich niemals einem Feind ohne seinen Schild stellen. Wir müssen deinen finden.
Er ist in der vergessenen Grabstätte. Ich wollte ihn holen, aber Hades Wachen verteidigen das Grab, nachdem irgendein Malaka den Kerberos getötet hatte. Hupsi! Das war wohl ich. Ich bin mir nicht sicher, ob dies auf Verhandlungsbasis gut oder schlecht war. Ich lüge mal einfach erstmal an. Was für ein Malakas kommt einfach an und tötet den Kerberos. Also wirklich. Wer es auch war, hat die Lage hier mit Sicherheit kompliziert gemacht. Oh, du hast mir in schwierigen Zeiten immer beigestanden. Lass mich dir nun auch eine Freundin sein. Mein Mut hat mich in der Unterwelt verlassen. Tief im Innersten hatte ich gehofft, mich Demos nie wieder stellen zu müssen. Was kannst du mir über diese vergessene Grabstätte sagen? Dass ich da noch nicht rein kann. Dort sind die Rüstungen, Trophäen und Waffen entehrter Krieger untergebracht. Dinge, mit denen sie begraben wurden, die sie in der Unterwelt jedoch abgeben mussten. Woran kann ich deinen Schild erkennen? Du solltest ihn inzwischen kennen. Mein Schild trägt die Farben Spartas und hat viele Schlachten gesehen. Mhm. Also, so wie jeder andere Schild auch. Danke für nix. Durch das Gewicht des Schildes wirst du wieder zu dir finden. Und nimm nur meinen Schild mit. Nimmst du etwas anderes, ist es dein Untergang. Alles klar, ich nehme alles mit. Ich gehöre hier nicht her. Okay. Das Gewicht Spartas. Aber vielleicht können wir doch rein. Wer weiß, wo wir hin müssen. Wir schauen einfach mal nach. Vielleicht kommen wir... Nein, wir kommen da nicht rein. Wir kommen da nicht rein. Gut. Oder nicht gut. Dann müssen wir eins von den anderen Fragezeichen schaffen. Das ist natürlich die Frage, da gehe ich stark von aus, dass das eine Hüterin ist. Das Aufleben der Toten. Über Tod, alt, entehrt. Ich vermute, dass es eher der hier ist. Wir gehen erstmal hier zu den Fragezeichen und dann hier ist sowieso auf dem Weg. Obwohl, es ist eigentlich gar nicht. Es ist gar nicht. Ich lüge euch hier an. So grundlos. Aber bevor wir das machen, holen wir uns hier noch den Schatz ab. Der vermutlich hier irgendwo sein wird. Maybe. Wir machen was anders. Hier hat nämlich der Vogel einen Sinn. Ach, da ganz hinten. Da bin ich ja komplett falsch gelaufen. Ich hatte das überhaupt nicht mehr als Feld hier gesehen. Man hat so ein bisschen Sammelloot, aber das hatte man ja in dem in Valhalla auch. Aber mir fehlt so ein bisschen die Funktion. In einem der Assassin's Creed konnte man ja Dreieck gedrückt halten. Und dann konnte man alles looten. Und das vermisse ich so ein bisschen. Das war echt eine schöne Funktion. Hat zwar alles ein bisschen einfach gemacht, aber wenn man erstmal sowas reingebracht hat, da kann man sich nicht mehr so leicht von trennen. Was macht der denn da? Interessant. Hey, Pferdchen. Er hat ihn einfach umgeschubst. So, mein ganzes Equipment ist ungefähr auf Level... Was heißt ungefähr? Es ist auf 75. Und... ich bin 82. Das heißt, nach dem DLC werde ich wahrscheinlich dann mein ganzes Equipment einmal aufrüsten. Ich hatte das ja im Vorfeld irgendwie mal ausgerechnet, dass ohne dass ich jetzt noch weiteres Zutun machen würde, müsste ich meine Sachen noch zweimal upgraden können. So im Idealfall. Also wir lassen die Hunde mal Hunde sein. Wir wollen nämlich zur Quest. Ich gehe hier wahrscheinlich den größten Umweg, den man... Ach ja, ich kann ja hier mit dem Pferd nicht schwimmen. Hier sind Pferde Opfers. So. Aber ich glaube, wir werden sowieso falsch gelaufen. Wir müssen nämlich hier weiter rüber. Man hätte ja einfach den Weg nehmen können, ne? Aber das wäre zu einfach. Das wäre einfach zu einfach. So. Ich hoffe, die Person ist die Person, mit der wir dann das Equipment komplett hätten. Das wäre schön.
Nein, sieht nicht so aus. Na, shit. Also gut, Charon. Dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Du bist der Fährmann. Du sagst, wo es lang geht. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Jede ankommende Seele ist verloren, hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten, ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmt er auf einen Feind zu, rutscht im Matsch aus und fiel hin. Was für ein großer Krieger. Er braucht einen glorreichen Tod, um ins Elysium überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis, das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Der Schwertfisch. Natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm, so zu sterben, wie er es wünscht. Ich habe das Schwert und die Rüstung des Atheners. Oh. Jetzt muss ich sie ihm nur noch bringen. Da habe ich wieder ein bisschen was davor gegriffen. Was? Sind mir die Hunde etwa hinterhergelaufen? Nein. Schlitz. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen... Nee. Die Tod als geerntet müsste es sein, aber es bringt uns... Ah, okay, da müssen wir hin. Aber es bringt unser Ziel leider nicht näher. Das heißt, wir müssen doch in die Stadt. Oh, ich will die ganze Zeit mit der linken Pfeiltaste das Pferd rufen, aber es kommt nicht. Hier ist es mit der Pfeil-Runter-Taste. So, ja, aber Pferdchen! Los! Los! Oh, verzeih. Mal schauen, wie wir generell hier noch umher irren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ja noch ein dritter Teil von Atlantis. Oder ist das hier schon der dritte Teil? Ich weiß nicht. Ich glaube, der erste Teil war quasi Atlantis zu finden. Der zweite war Elysium und der dritte ist der hier. Dann wären wir hier sogar schon fertig damit. Ich bin ungeschickt. Einfach zu ungeschickt. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, was hier nach noch kommen sollte. Obwohl, im Götterbereich gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das noch steigern könnte. Eine Kriegerin. Fand der Tod dich auch auf dem Schlachtfeld so wie mich? Nein. Ich ignoriere einfach seine Frage und gebe ihm das, was ich ihm geben wollte. Ich verhelfe dir zu einem glorreichen Tod. Ich kann nicht unbewaffnet kämpfen. Das ist unehrenhaft. Wie gut, dass ich hier deine Rüstung und Waffe habe. Easy. Aber ich weiß nicht, wo ich sie her habe. Waffe könnte ich mir gut vorstellen, aber Rüstung? Oh nein. Oh nein, es ist ein Athener. Es fühlt sich seltsam an. Ah, du gewöhnst dich schon wieder dran. Ich zog in den Krieg, um mein Zuhause vor Spartas Belagerung zu beschützen. Sag mir, konnten wir das glorreiche Athen und sein Volk retten? Nö. Was, ich würde lügen, damit das Athen sicher ist? Na gut, kann ihm ja eigentlich sowieso egal sein. Von der Seuche? Was aber? Athen ist sicher. Dein Heer besiegte Sparta an den Toren der Stadt. Du hast mir Trost gespendet. Nun gewähre mir Frieden. Halte dich nicht zurück,
Athena. Ja, der hat nichts davon, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Und jetzt fällt er hin und stirbt. Ah, oh. Moment. Jetzt muss ich sie alle umbringen. Er ist natürlich ungünstig. Man wird schon mal gerade geflackert. Ich hoffe, das war jetzt vom Spiel aus und nicht vom... Schlitz. Und weg hier. So viel zu deinem Schild. Hey, ich mache aber auch guten Damage. Boah, habt ihr gerade diesen Moves gesehen? Das war ja richtig krass. Oh, dann muss ich mich mal heilen. Hey! Immer diese Shit-Leute. Da, schon wieder. Wo ist eigentlich der eine Boy hin? Ist er. Ich will eigentlich nur herausfinden, ob die respawnen. Aber sieht nicht so aus. Aber die machen auf der anderen Seite auch nichts anderes. Die bleiben halt einfach nur doof stehen. Ja, bleiben einfach nur doof stehen. Bin natürlich auch nicht viel. Also muss ich nur umklatschen. Na gut, machen wir das. Schlitz. Bei den Gegnern machen wir aber wiederum sehr wenig Schaden. Das ist immer so, das Verhältnis ist immer sehr. Bei den ganz normalen, die Nudeln waren einfach weg, als wäre es nichts. Bei den stärkeren, das ist dann wieder etwas schwieriger. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Soll ja auch, der Boss soll ja auch ein bisschen. Was heißt Boss? Der Hauptgegner soll ja auch ein bisschen schwieriger sein. Wo habe ich den gerade hingeschleudert? Ich hab den zerteilt! Neue Quest, eine verfluchte Krankheit. Oh, jetzt wollen sie es aber hier wissen. Jetzt wollen sie es aber wissen. Das ist aber auch da. Was wollen die denn da alle mit der Krankheit? Ja, geht doch alle weg. Also wir müssen hier als erstes hin. Wir können da hier rüber, also müssen wir, gehen wir da hin, holen wir uns die zwei Sachen, gehen wir da hin, dann da rüber und dann gönnen wir uns das hier. Oder wir gehen ab da erstmal dahin, damit wir einen Aussichtspunkt haben, und weil das wird ein richtig geiler Aussichtspunkt werden. Oder wir gehen auch mal zur Schmiede. Zur Schmiede wäre vielleicht auch nicht mal so doof. Wir gehen erstmal, unser Plan ist erstmal bis hierhin, und ich denke, dann gehen wir erstmal zur Schmiede. Weil ich muss unbedingt die Waffen, die ich alle habe, loswerden. Was mich ganz besonders, also wirklich ganz besonders aufregt. Ich kann hier nicht rennen. Ich kann ja auch nicht schneller machen. Ich habe hier das Pferdchen und ich kann einfach nur ganz normal mit dem reiten. Ich kann nicht irgendwie drücken und schneller machen oder sonst irgendwas das damit machen. Ich kann einfach nur reiten. Und das macht die Sache so langsam.